Könnte ja sein. Okay. Sieht gut aus. Hab ihn. Okay, wo sind wir hier? Es gibt hier verschiedene... Okay, kann man hier... Nein, also wir müssen da lang. Nein! Nein, da hinten wäre gewesen. Nein! Da hinten wäre der Frosch gewesen. Nein! Das gibt's doch nicht. Alter, ich werd's wieder verkacken. Ich werde den Level wieder nicht schaffen. Ich sehe es ganz deutlich vor mir. Ach nee, hey. Bitte nicht. Und das sind ja noch die einfachen Level, die ich hier gerade mache. Es gibt ja richtig dirty Level, die ich wahrscheinlich nicht schaffe hier drin. Nicht schön. Überhaupt nicht schön. Ich weiß, warum ich der Erste bin, der das Spiel jetzt playt. Boah, Mega Man, geh nach Hause. Ich habe einen neuen Meister gefunden. Frogger. Okay. Neuer Versuch. Timing. Yeah! Yes! Got it! Ja! Ich hab den Frosch. Boah. Tief durchatmen. Hä? Was zum? Geil, die erste Welt bei Nacht. Hä? Orientierung ist weg. Oh, und die erste Welt auf fucking schwer. Aber ansonsten hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Ich erinnere mich an diesen Level. Ich habe ihn schon mal gespielt. Puh. Ah, der goldene Frosch. Ah ja, da haben wir ihn ja. Oh Gott. Der goldene... Oh, wie ich diesen Soundeffekt liebe. Hauptsache, ich war mutig. Woo. Ja, klar. Ja, klar. Die haben schlichtweg den Level kopiert und ihn unmachbar schwer gemacht. Ups. Sorry. Egal, wir haben den goldenen Frosch. Oh, schon wieder tot. Scheiße. Ey, mich regt nichts mehr auf. Boah, ich hab's geschafft, Alter. Puh. Oh, falsche Richtung. Da habe ich wohl die Taste nicht getroffen. Durchatmen. Den Level geschafft. Okay. Ich glaube, ich muss den Level hier... Ich nutze jetzt mein letztes Leben mal, hier ein bisschen den Level zu überfliegen und zu erkunden. Keine Ahnung, wo ich gelandet bin. Aber ich habe einen goldenen Frosch. Okay. Was gibt's denn hier alles? Hier oben scheint ein Frosch zu sein. Nö. Okay, die Autos fahren ein bisschen schneller. Noch ein Vogel. Geil Leben. Ah. Aber den holen wir uns. Überlebe ich das? Ja, ich hätte den Sprung überlebt. Puh, okay, dann machen wir jetzt den Level hier. Ob ich wohl das komplette Seeland... Ah, Initialien sind gefragt. Ob ich wohl das komplette Seeland durchkriege? Bin ich mal gespannt. Splash. Splatter. Pff, furchtbar. Furchtbare Level. Okay. Ja, ja, den goldenen haben wir schon. Komm schon, komm schon. Ach. Einmal abwarten. Dim, dim, dim. Ab. Holen wir uns zuerst den roten, wenn wir schon mal wissen, wo er ist. Ab.
Ich fliege auf einem Vogel und hab nichts Besseres zu tun. Hallo Vogel. Ich hab dich lieb. Siehst toll aus. Ich glaube, hier braucht man so eine Art Superzunge. Ja. Superzunge. Ja, das wäre die Superzunge gewesen. Boah. Meine Nerven, hey. Total down, 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 down. Aber wir haben den ersten Frosch. Vom zweiten wissen wir auch schon, wo er ist. Den nehmen wir dann auch. Wow. Was haben die denn hier für Frequenzen? Und wo fährt das hin? Ja, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Hm. Die. Yep. So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder in der Bahn. Ich dachte, hier wäre ein Rasenmäher. Ach nee, die waren da drüben. Ey, diese Teile hier, diese drehenden... Da kann man nie wirklich abschätzen, wo gerade, wo man gerade hinspringen muss. Man hat es immer so ein bisschen im Gefühl, aber man kann es nie wirklich wissen. So, jetzt gehen wir hier drauf und springen. Boah, er wird einem echt schlecht. Puh, Alter, ich habe jetzt Kopfschmerzen. Vielleicht schaffen wir, ich nehme ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, gerade mehr als einen Teil am Stück auf. Ich habe jetzt einfach Bock, vielleicht, keine Ahnung wie lange, auf jeden Fall lange, bisschen Punkte sammeln, lange am Stück Frogger zu spielen, weil dieses Projekt war eigentlich nur so als Zwischenprojekt gedacht. Und ich habe mal Bock wieder auf ein richtiges Spiel. Weil ich meine, Cultures ist ja auch ein richtiges Spiel, aber Cultures ist langwierig und braucht viel Zeit. Hep. Okay, perfektes Timing, sodass ich nie von einem... Scheiße. Komm, nächstes Boot, komm her. Wieder ein bisschen Punkte sammeln, wie ihr oben rechts sehen könnt. Na, wahrscheinlich ist mein Watermark drüber. Kriegt man dafür Punkte? Ich könnte eigentlich mal... Ach, scheiße, jetzt habe ich den Sprung vergessen. Hä? Was gibt's denn hier alles? Hab, meins. Meins, 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 meins. Ja, hat sich gelohnt. Hat sich durchaus gelohnt, doch. Zack. Warten, warten, warten. Sprung. Warten, 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 warten. Sprung. Warten, warten, Sprung. Warten, Sprung. Warten, Sprung. Okay, bin drin. Wow. Jetzt dachte ich gerade, ich werde es gleich von dem Meertrascher hier überfahren. Ein Vogel. Ist da der Frosch immer noch oder oben? Ja, er ist es. 3 von 5 Fröschen. Ich glaube, nach dieser Mörder-Welt haben sie jetzt mal wieder was Schönes, was Tolles hingesetzt. Weil diese Welt 1 aus dem Sumpf bei Nacht gefällt mir richtig gut. Auch wenn sie verdammt schnell ist, hey. Ich erinnere mich an was. Ich habe den Level als kleiner Junge schon mal geschafft. Und dann waren da hinten so Hunde. Ich erinnere mich. Das hat mich nämlich schon die ganze Zeit beschäftigt. Ich wusste, dass da was war. Da war auch was. Hä? Was war das denn jetzt? Er konnte nicht springen. Dummheit. Da hinten war was. Da hinten bei diesen... Ich versuche das mal jetzt hier zu schaffen. Da muss ich jetzt, glaube ich, nur hier drauf bleiben. Versuche ich mal. Braucht sehr schnelle Reflexe wahrscheinlich. Ja, war viel zu langsam. Auf diese Teile drauf zu kommen, weil die tragen einen, glaube ich, wohin, wo noch ein Frosch ist. Aber meine Leben sehen auch nicht so rosig aus, merke ich gerade. Ich glaube, ich sollte versuchen, flüssig erstmal. Ja, das war unklar, wo man hinspringen müsste. Das schon wieder. Okay, das ist das schöne erste Beispiel dafür, was passiert, wenn man in die falsche Richtung springt. Ein letztes Leben noch. Klasse. Die Level werden so langsam richtig anspruchsvoll. Ah, das war wieder undeutlich. Das ist mir auch zu undeutlich. Ich riskiere jetzt nichts mehr.
Der war gut. Hep. Oh, hep. Ah, gut. Hep. Okay, abwarten. Cool, hier kann man sicher stehen. Dann gehen wir mal hier hoch und warten auf den Vogel. Und da ist er auch schon. Okay, und down. Richtig viele Punkte holen und ein Leben. Geil. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Weil, guckt euch mal den Verkehr an. Ich weiß ja nicht, was das für Fahrer sind, aber die fahren bei nachts schneller als am Tag. Ah, wie ist es am besten? Ich glaube so. Okay, der Orangen ist da. Hä? Okay, immerhin, wir haben den Orangenen gesichtet und ich glaube, mich erinnern zu können, wo es hingeht. Nun, wie soll man auf diese Schildkröten draufkommen? Wenn ich einmal auf so einer Schildkröte drauf bin, gehen die hier vorbei? Ah, hier gehen langsame Schildkröten vorbei. Timen, timen, timen. Die sind ja alle total scheiß gesetzt. Die bekommt man ja gar nicht. Komm schon. Die kommt... Hä? Wie soll das denn gehen? Die Boote sind so gesetzt, dass man an die Schildkröten nicht rankommt. Ja, der könnte was werden. Ja, der wird was. Okay. Hä? Nicht schon wieder Gänse. So, was das jetzt hier ist, das ist jetzt eine Abkürzung. Die haben hier zwar so scheiß Hunde hingesetzt, aber immerhin, es geht besser und man lebt auch länger, als wenn man jetzt... Okay. Renn. Ja, wo ist jetzt der letzte Frosch? Ah, da hinten. Ich sehe es. Yes! Ich dachte schon, ich wäre ins Wasser gesprungen. Alter, ey, meine Nerven. Was für ein Scheiß, ey. Jetzt muss ich nur noch einen Frosch bekommen, dann habe ich's. Und den bekomme ich, glaube ich, auch. Zwei Leben für einen Frosch, wenn ich mich jetzt nicht allzu dämlich anstelle, dann habe ich's. Und dann höre ich, glaube ich, auf. Also noch so ein Level halte ich, glaube ich, nervlich nicht durch. Und dann hört es auch meinen Kommentaren an. Ich bin richtig im Arsch. Oh, mir ist schlecht. So, hier warten wir ab, weil wir wissen ja, dass wir hier sicher stehen können. Oh, und den nehmen wir auch gleich mit. So, letzter Frosch. Das hier ist jetzt alles kein Problem. Wir müssen jetzt nur noch einmal auf die andere Spur kommen. Hm, wie war es am einfachsten? So. Man müsste jetzt den Verkehr beobachten, wie die Autos fahren. Nein, 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 nein. Da wäre der orangene Frosch gewesen. Okay. Okay. Ich verkack's nicht, ich kann das. Wenn ich mir nur oft genug einrede, dass ich das kann, dann kann ich das auch. Ich kann das. Ich kann das. Ich werde jetzt total seriös den Verkehr beobachten, dabei die ganze Zeit draufgehen lassen, aber das ist egal. Weil ich habe genug Zeit und ich habe nur noch ein Leben und dann habe ich den letzten Frosch und kann diese Welt, nein, nicht abschließen, aber immerhin diesen Level abschließen. Ich schaffe das, okay? Leute, drückt mir die Daumen. Ich hoffe, ich schaff's. Sprung. Puh. Mehr Spannung als in Crysis 2. Okay. Rotes Auto, violettes Auto. Rotes Auto, violettes gleichzeitig. Rotes Auto. Rotes Auto, violettes Auto. Rotes Auto, ich springe einfach. Ja, gut. Fertig. Geschafft. Glücklich. Endlich. Mich interessiert der letzte Level. Ist mir jetzt scheißegal, wenn es sich scheiße anhört. Ich will jetzt den letzten Level sehen. Bow Wow Revenge. Wo sind wir denn gelandet? Okay. Och nee, du. Ich stehe nicht auf sowas. Hä? Man kann hier im Eck stehen, oder überfahren zu werden? Das ist eine wichtige
Erkenntnis.